Buongiorno d'Italia, lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen. Champions League Halbfinale, AC Mailand vs. Inter Mailand Stadtderby. Oh, let's go, Leute. Ich bin heute in der Nacht knapp 8 Stunden hierher gefahren mit Auto aus München. Das ist einfach der Hoteleingang. Was geht denn hier eigentlich ab schon wieder? Ihr glaubt gar nicht, was für eine anstrengende Fahrt das war. Normal braucht man vielleicht 5 Stunden, aber wir kamen dann in den Berufsverkehr rein und Gott sei Dank war ich nicht alleine. Heute haben wir auch ein paar Special Guests im Vlog dabei. Schau mal, was für heftige, riesige Säulen und Bögen hier schon wieder sind. Das ist auch eine ziemlich bekannte Hotelkette, war ich auch schon öfters, auch in Barcelona und so. Aber so pompös habe ich das ja noch nie erlebt. Richtig krank. Oh, geil, Mann, die haben sogar einen Rooftop-Pool, aber wir haben so ein beschissenes Wetter, sorry, wenn ich das so sage, in Mailand, wirklich katastrophal. Das letzte Mal haben die beiden Mannschaften in der Champions League gegeneinander gespielt, vor exakt 20 Jahren, 2003. Damals ging das Hinspiel 0-0 aus und Rückspiel 1-1 mit Auswärtstor von AC Milan, die dann dadurch weiterkam, also es war extrem spannend. Hoffentlich werden dann heute mehrere Tore fallen. Auf meine Etage kann ich auch so runter in den Lobbybereich gucken. Hier sind, glaube ich, so ein paar Wahrzeichen aus Mailand direkt. Fresher Hotelflur und da ist direkt mein Zimmer 202. Let's go. Was geht? Ein Tannenzapfen! Maxi ist heute auch mal wieder am Start. Let's go! So, hier links haben wir direkt das Badezimmer. Richtig geile Dusche, Leute. Wir haben uns auch gerade eben schon ein bisschen aufs Bett geflaxt. Das ist ziemlich gemütlich. So, was haben wir hier eigentlich? Maxi, wo ist eigentlich die Minibar? Ach, da, Digga. Können wir hier so ein bisschen Cafecito kochen und so, okay? Ja? Was haben wir hier noch? Getränke. Wie findet ihr eigentlich meine neuen Dunks, Leute? Die taugen mir richtig hier mit diesem farbigen 3D-Print. Oh, verdammt. Jetzt ist es raus. Endgültig. Zu der CR7-Unterhose gibt es eine Geschichte, Leute. Meine Mom hat mir nämlich einfach mal so eine 6er-Packung davon geschenkt. Als ich das dann gesehen habe, habe ich ihr dann gesagt, Mama, du weißt schon, ich bin Messi-Fan. Ich kann sowas nicht tragen. Und sie so, ach so? Ich wusste nicht. Aber ich habe sie natürlich danach nicht weggeworfen, Leute. Muss man ehrlich sagen, sie sind eigentlich ganz bequem. Junge Kameramann, kannst du mal bitte kurz in Einsatz kommen? Oh. Das war ein leidenschaftlicher Sprung mit muito passione. Okay. Ach ja, Viewcheck darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, gucken wir hier auf diese unglaublich ästhetische Baustelle, Digga. Wir sind jetzt auf die 13. Etage hochgefahren. Hier gibt es nämlich eine riesen Rooftop-Arsch. Digga, oh mein Gott, Max, ich sehe schon die Aussicht. Ey, schau dir, boah. Ey, stell dir vor, es wäre geiles Bro, Wetter. Bro, Digga. Es wäre so nice. Das Stadion ist auch nur knapp 2 Kilometer vom Hotel entfernt. Vielleicht sieht man es von hier oben irgendwo. Oder? Vielleicht auf der Seite. Da ist es, oh mein Gott, Maxi. Ich wusste es. San Siro, Digga. Oh mein Gott, Digga. Schau mal, wie krank das aussieht von hier. Wie eine fette Festung. Alter. Boah, da wird heute die Hütte brennen. Ja, ja, Bro. Von außen ist dieses Stadion der absolute Wahnsinn. Aber auch von innen. Leute, ich glaube, wir wissen heute noch gar nicht, was auf uns zukommt, ne? Also, es ist so lange her, dass italienische Vereine einfach mal wieder so weit kamen in der Champions League. Vor allem Milan. Das ist noch länger her als Inter. Das ist für die ein unglaubliches Highlight. So, Leute. Wir haben jetzt einen Juba bestellt, jetzt geht's erstmal zum Mailänder Dom. Hanipool ist jetzt auch am Start, aka Isa. Sie war in ihrem ganzen Leben, Leute, noch nie im Fußballstadion. Kein Joke, da meinte sie zu mir letztens, Anton, nimm mich mal mit zu einem Stadionblock. Und dann meinte ich zu ihr, Isa, willst du einen Kulturschock erleben und direkt ins kalte Wasser geworfen werden? Sie meinte so, ja. Ja. Und jetzt, das war ungefähr die Story, um ehrlich zu sein. Und jetzt geht sie einfach direkt, Digga, also das ist eigentlich nichts für einen Anfänger, ich sag's ehrlich, Inter gegen AC Mailand schauen, Champions League Halbfinale. Was passiert, wenn ich die falsche Farbe im falschen... Das wirst du heute trage? Nicht machen. Wir kaufen dir Milan-Trikot. Oh. Ja. Nee, das ist kein Spaß. Die Italiener sind ganz krank, ne? Also, das Hooligans ist so alles am Start. Was sind Hooligans? Wirst du sehen. So, Leute, wir sind mitten im Stadtzentrum. Da vorne beginnen auch schon die ganzen fetten... Wow, Digga, ich bin fast gestolpert. Da vorne sind auch schon die ganzen geilen Läden und so. Isa möchte morgen dann shoppen gehen. Wir sind hier für 2 Nächte, Leute. Aber das seht ihr dann nicht mehr in meinem Vlog. Vielleicht noch auf ihrem Kanal. Und wir haben jetzt gerade... Oh, warte mal, ich werde fast überfahren. Leute, wir müssen hier rüber, aber nicht mehr rüber gehen. Wir haben aber gerade ein bisschen Struggle, Freunde, weil in Italien ist immer so eine lange Mittagspause. Wir können jetzt einfach nirgendwo vernünftig essen im Restaurant. Deswegen KFC. KFC oder McDonald's da vorne? Lächle mich auch an das goldene M-Logo da. Wer macht Geschmacksprobe? Isa. Jawohl. Das sind ein paar Parmaschinken und so, gell? Okay? Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass es eine 10 von 10 ist. Das ist irgend so ein random Schuppen. Oh, wow. Und? Das ist voll lecker. Hey? Ja, aber 1 bis 10? 9! Oh, tschüss, Alter.
Das, das wird Eli nicht gerne hören, ne? Oh, hi. Mm. Du gibst eine 9? Ich sag so 6, oder? Dieser Durchgang, Leute, taugt mir auch mies rein mit dieser Uhr, die da hängt. Gibt mir irgendwie so ein besonderes Flair hier. Und boah, Digga, einfach frontal auf den Dom, Isa. Wie schön, ey, gell? Das Wahrzeichen schlechthin hier in Milano. Wir müssen mal ein paar Mailand-Fans fragen. Guys, Milan today wins? Milan. Jawohl, let's go. What do you think? Prediction? Prediction? I'm saying 2-0 for Milan. 2-0? Okay, yeah, good luck, boys. Ich wollte sagen, good luck, boys. Ich sag, good luck, boys. Gleichzeitig bei und boys. Ey, ich will auch ein Milan-Trikot, Mann. Muss mir unbedingt als Erinnerung holen. Ey, Maxi, aber diese Palmen und so, die waren das letzte Mal nicht da, ne? Geil. Der Unterschiedsspieler schlechthin aktuell von Milan, Freunde, Leao hat sich im letzten Spiel leider leicht muskulär verletzt. Aber er sollte es noch in den Kader schaffen. Ansonsten Inter ist halt extrem gut in Form. Mit Calhanoglu, Lautaro Martinez, Lukaku, die haben sich alle echt gefangen. Sind ganz leicht favorisiert, meiner Meinung nach. Prediction 2-1. 2 Milan, 1 Inter. Okay, okay. And you come to the final. Calm down. Okay, okay. But who would you prefer in the final? City or Real Madrid? Oh, it doesn't matter. Real Madrid. Yeah? Real Madrid. Ancelotti. Oh, yeah, yeah. The past. The history. Ja, stimmt. Carlo Ancelotti war ja auch mal Trainer bei AC Mailand. Ich sag's euch ehrlich, Real Madrid gegen Mailand in Istanbul wäre für mich auch das coolste Finale. Und wenn dann Milan die Champions League gewinnen würde, das wäre für mich der geilste Tag, Digga. Aber ich glaube, es wird nicht passieren, Freunde. Es wird, glaube ich, City gegen Inter oder so am Ende. Boah, ein Ibrahimovic-Trikot. Wow, Digga, diese Taube. Alter, Digga. Hast du das gerade gesehen, Mann? Da ist einer mit Real-Trikot. Ha? Nach dem 1-1 Mut nicht ganz so nice. Wird schwierig für die in Manchester. Digga, hier sind so viele Milan-Fans überall, Alter. Auf Papier haben sie ja heute das Heimspiel, aber die beiden Mannschaften teilen sich auch das Stadion, ne? Oh, von dem mit dem Maldini-Trikot will ich die Meinung wissen. 0-4, Lautaro Martinez, tutti qui. 0-4, ah, you're Inter-Fan. No, Milan-Fan, ma noi siamo guardi, siamo una... Ah, okay. 2-1, 2-1. Was ist eigentlich dein Tipp, Isa? Schwarz-Rot gewinnt, okay. Wir holen dir jetzt ein Trikot, damit du es nicht vergessen. Wir gehen jetzt einmal durch diese berühmte Passage hier in Mailand mit der Kuppel und so, die ist krank. Allein der Boden hier, Leute, ne? Ich weiß gar nicht, ist das Marmor oder so? Ja, ist echt atemberaubende Architektur. Wunderschön. Ui, egal, sorry, komplett dagegen gelaufen. Ich war ja hier schon 3-4 Mal, aber trotzdem jedes Mal aufs Neue ist einfach beeindruckend. Was ist denn das für ein Schaufenster? Einfach neben diesem Outfit. Okay, diese Schuhe würde ich jetzt nicht rocken. Das ist einfach so eine große Löwenstatue. Maxi, Digga, ja, sollen wir kurz in die Bank von Italien einbrechen? Gibt's auch einen Tanzzapfen als Belohnung? Ja. Einer hat mir gerade auf die Story geantwortet mit uns zusammen. Oh Gott, pass bloß auf sie. Weiß sie, was auf sie zukommt? Leute, keine Sorge, sie ist mit mir unterwegs. Ich bring sie heil nach Hause. Alle sehen hier so cool gestylt, Digga. Und ich schon wieder mit meiner Joyhose. No front an Eli, ne? Elevator, ich lieb's einfach. Auch eine, so eine coole Hausfassade. Dann hier oben sind noch solche Blumenkugeln da einfach aufgehangen. Wir gehen jetzt da vorne ins Armani-Café. Da gibt's so richtig geile, leckere Desserts. Hello. For 3 people to coffee and cake? Yeah. Nice, thank you. Perfect, here. Ja, chillig, Leute. Armani ist immer sehr so clean und modern, sag ich mal, von Inneneinrichtung. Aber es ist ja alles Marken, die hier in Milano, glaube ich, gegründet worden sind. Hast Bock auf einen geilen Latte Macchiato, Leute, dann noch einen Kuchen und dann gehen wir in den Milan-Fanshop und dann zum Stadion. Das wird toll. Das wird super. Ich habe meinen Finger vergessen. Ist nicht schlimm, gerne den Finger einblenden. Sie wollte so einen Finger mitnehmen, den man eigentlich immer nur so bei Football-Matches oder Baseball-Stadien hat. Nein, der stand auf Amazon Fußball-WM. Nein. Dieser keiner im Fußballstadion ist mit so einem Finger im Stadion. Niemand, da brauchst du eher so einen Schal oder Trikot. Also ich entscheide mich hier für das Tiramisu, Leute. Das sieht schon lecker aus. Isa, du willst bestimmt irgendwas mit Heidelbeeren und so Erdbeeren und Himbeeren, ne? Ja. Guck mal, siehst du den Kaffee, Digga? Cool, oder? Digga, das ist ja komplett auseinandergefallen, Mann. Mann, was machst du? Jetzt Bewertung 1 von 10, ganz schnell. Ist lecker. Ach. Oh, doch, sehr gut. Nachgeschmack ist krass, Bro. Also jetzt eine 9 oder was? Mhm. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Oldtimern, aber der sieht legit sehr, sehr geil aus. Klar, ist ein 911er, Turbo sogar. Tschüss. Mit Schweizer Kennzeichen. Fahren die ganzen so krasse Karren rum, Leute. Hier Panamera, G-Klasse. Der BMW hat aber auch einen geilen Lack. Hier der nächste Cayenne, noch eine G-Klasse. Also sowas sieht man auch nur in Mailand, ein Off-White-Van. What the fuck? Wenn wir schon mal hier sind, darf natürlich ein Blick hier rein nicht fehlen. Alter, an Spieltagen ist natürlich hier extrem überfüllt. Oh, da ist schon ein Aufsteller von Ibrahimovic. Digga, ist alles rappelvoll. Also das Auswärtstrikot haben sie auf jeden Fall noch verfügbar. Das sieht natürlich auch schon sehr geil aus. Ja, aber mir würde eigentlich ganz ehrlich schon so ein Shirt einfach nur reichen, Leute, als Andenken. Meine Größe ist leider ausverkauft, aber Isa passen auch die Kindergrößen.
die es noch gibt. Ey, das sieht echt richtig cool aus. Ja, Mann. Warte, welches nimmst du jetzt? Das da, oder was? Mit Tonali hinten für Isa. Richtig guter Spieler auch. Hier haben wir auch so eine kleine Museumswand mit den ganzen Milan-Legenden. Unter anderem natürlich Maldini, wie er den Henkelfoot nach oben streckt. Leao, auch so ein geiler Spieler. Wie krank war bitte sein Assist im Viertelfinale gegen SSC Neapel? Milan hat halt so geilen Merch, Leute. Das sieht so nice aus. So ein Söckchen wenigstens. Oder was ist es hier? Schürze. Napf für seinen Hund. Ey, der Sweater ist eigentlich ganz nice. Ey Leute, später wird sowieso regnen. Die haben zwar kein Heimtrikot mehr, aber dafür diese geile Jacke. Die ist auch so wasserfest. Ja, Bro, die ist perfekt, um ins Stadion zu gehen. Schau mal, endfresh, oder? Das sieht schon fresh aus. Was denn wieder? Ich hol die, Digga, das ist geil. Der Inter-Fanshop ist heute noch vergleichsweise komplett leer. Das ist aber auch ein geiler Laden. Isa liebt ja Basketball, hat für den Verein gespielt. Mit den ganzen NBA-Trikots und so. Hätte aber auch was. Mit LeBron im San Siro? Nice. Das nächste Juba ist da. Wir fahren jetzt nochmal ganz kurz zum Hotel, legen Sachen ab und dann laufen wir zum Stadion. Hola, buongiorno. Ja, ja, ja. Die wohl bekanntesten Spieler in der Geschichte, die für beide Mailänder Vereine gespielt haben, sind zum Beispiel Ibrahimovic, Leute. Ja, früher, als er noch jünger war, hat er eine richtig klasse Zeit bei Inter gehabt. Jetzt noch bei AC mit über 40. Oder natürlich der ursprüngliche El Fenomeno Ronaldo, Leute. Boah, der damals auch rasiert, aber dann auch leider schlimme Verletzungen bei Inter gehabt. Und dann später, als er dann ein bisschen ja, die Karriere, sag ich mal, entspannt hat angehen lassen, ja, hat er dann auch da Bazi gezockt. Ey Leute, das habe ich dann noch nie erlebt. Einfach vom Hotel hat so eine, ich weiß nicht, Mitte 40 würde ich schätzen, italienische Mutti mich angesprochen und meinte so, sie ist ein Riesenfan und so und sie kann zwar nicht so gut Deutsch, aber ihr hasst denn das Deutsch und die gucken dann immer zusammen meine Videos mit den Söhnen und so. Ja, gut. Es klopft auf einmal an der Tür und mir wird ein Brief gebracht, Leute, einfach von der Mom, die mich gerade eben erkannt hat, Digga, vom Hotel. Sie schreibt, we also hope that your heart is for FC Inter, like the last time when you were in Rome for the Pokal Final against Juventus. Sogar lovely greetings to you and to Mr. Sid. Hey, Dankeschön. Cool. Dear German Husbands Kids. Cool, Mann. Aber sie hat mich ja doch noch erwischt, Digga. Alter, ich will gar nicht wissen, wie lange die gewartet hat, Mann. Wie süß. Ja, das ist aber voll süß. So, Leute, wir haben jetzt einen 40-minütigen Walk vor uns zum Stadion. Es lohnt sich halt 0,0 jetzt irgendwie ein Taxi oder Uber zu nehmen, weil der Verkehr ist halt geisteskrank. Isa, ich bin so gespannt heute auf deine Reaktionen, ne? Das Ding ist, das allererste Mal im Stadion vergisst man nie in seinem Leben. Ich kann mich noch so gut erinnern daran. Auch wenn du kein Fußballfan bist, das wird dir so taugen, glaub mir. Vertrau mir einfach. Wie abgefahren sieht eigentlich dieses Gebäude da aus, Digga? Wie haben die das denn konstruiert? Ich war halt einmal auch auf dem Derby, aber das war so ein unbedeutsames Ligaspiel. Aber heute ist es halt zehnmal so krass. Also das ist auch für mich sehr, sehr besonderer Tag. Ich bin richtig reingeschmissen in das Event. So, dass, wie sagt man das, man wird ins Wasser reingeschmissen. Ins kalte Wasser, ja. Ja, ich sag ja. Ja, du wolltest ja ein geiles Spiel haben. Leute, auf einmal ist es so warm. Und ich habe diese fette Milan-Jacke an, aber später soll es wieder regnen. Schau mal. Yeah, Forza Milan! Nächste Woche komme ich dann nochmal mit Inter-Trikot her, Leute, weil eigentlich bin ich ja neutral. Ey, das habe ich ja so noch nie gesehen. Schau euch mal an, wie viele Leute hier mit den Motorrollern ankommen. Schau mal, alles voll mit denen. Ey, das San Siro, Leute, von außen. Ne? Das ist weitwinklig. Das kommt, warte, ich mache mal so. Dann könnt ihr es euch mehr vorstellen. Das ist so riesig. Ja. Ey, es ist so hoch. Ey, wir sitzen, glaube ich, ziemlich weit oben. Gleich. Boah, Digga, da, schau mal, Isa, da, dort sind viele Fans. Ich habe so Spaß heute daran, Freunde, jemanden dabei zu haben, der sowas noch nie erlebt hat. Das ist so, wie wenn man jemanden lieber beschenkt, als selber sich ein Geschenk zu kaufen. Und ja, krank. Oh, Polizei auch schon hier am Start, okay. Ja, Sicherheitsaufgebot wird natürlich ja auch enorm sein. Oh, da ist auch so ein geiles Graffiti. Da so ein Inter-Typen, so wirkt er den mäßig, oder wie? Lol. Isa, wir müssen dorthin. Da sind überall Rauchfackeln, Pyros und so. Digga, ich seh's doch schon. Da geht's End ab. Oh, chillig. Wie nah willst du eigentlich noch parken, Digga? Müssen da durch? Hier können wir schon bleiben. Schau, da leuchtet immer noch da rum. So geil, Digga. Mit den roten Rauchfackeln auch dazu. Die schreien die ganze Zeit so La Vida Loca. Das verrückte Leben. Das verstehe ich sogar. Wie im Spanischen. Geil. Und jetzt noch die schwarze Rauchfackel dazu. In Vereinsfarben. Let's go! Das sehe ich erst jetzt, Leute. Da ist da noch Venom drauf auf der Fahne. Yo! Feier ich mega das Spiel. Ist geil. Schönes Maskottchen. Aber auch gefährlich. Okay. Boah, Digga, da liegt auch was rum, Freunde. Ich laufe hier mitten durch den. Warte, geht er nicht durch? Reicht, oder? Als ersten Eindruck.
Komm, wir gehen. Isa, die Arme hat einen ganz starken Kopfschmerz. Es wird so laut, es wird echt. Da muss man was gefasst machen. Boah, schau mal, das liegt ja auch einfach auf dem Boden rum. Boah, ey, Junge. Helikopter fliegt natürlich auch schon da oben, macht hier Vogelperspektivenaufnahmen. Das ist eine geile Aufnahme, Freunde. Zack! Ah, immer wieder krank hier zu sein. Okay. Die Schlange hält sich aber noch einigermaßen in Grenzen. Ali! 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 Oh mein Gott, Isa, schau mal da hinten! Siehst du das? Da geht's richtig ab mit Pyros. Die laufen gerade, die machen halt den Walk dahin und so. Die Ultras von AC Mailand. Ja, ja. Klar. Alter, man hört jetzt schon ein fettes Five-Konzert davon innen, Digga. Übrigens, Isa macht natürlich auch ein YouTube-Video, Freunde. Abonniert sie, checkt auch ihren Blog aus ihrer Perspektive ab. Und bei mir bitte auch ein Abo da lassen. Ich würde mich freuen. Die Leute werden so langsam warm und werden heißer und heißer. Digga, gerade eben ist so ein Böller hochgegangen. Das hat sich angehört wie keine Ahnung was, Digga, durch diese Akustik da. Schau mal jetzt. Ja. Wieder, der nächste geht hier hoch. Bin echt froh, wenn wir. Ja, schau mal, es geht hier die ganze Zeit hier irgendwas hoch. Bin echt froh, wenn wir gleich hier ohne Komplikationen reinkommen. Kontrollen sind hier heute extrem streng. Als ich hier mal im Auswärtsblock saß, okay, da hat Barca hier gegen Inter gespielt. Weißt du, wie lange man diese Türme da hochlaufen muss? Weil da gibt es keinen Aufzug oder so. 268, wir müssen hoch. Wir müssen echt hoch. Warte mal, wie kommen wir denn hoch? Ich muss hier jetzt kurz überlegen. Warte mal, ich frag ihn mal. Okay, du bist paar Meter davon entfernt, das allererste Mal in ein Stadion hineinzuschauen. Das war das damals der größte Flash. Aber ich hoffe, es wird auf dich überraschen. So, let's go. Was ist unbedingt ihre Reaction? Okay. Jetzt hat es die krasse Reaktion. Schau mal. Hier, Isa, komm. Jetzt gönn dir. Ja, okay, ich verstehe. Da sind die Inter-Fans von der Auswärtsmannschaft. Und da ist die große Kurve von den AC-Fans. Also da wird es richtig abgehen. Das ist so geil. Also, als wenn es voll ist, ist es halt noch krasser gleich. Das sieht geisteskrank aus. Ja, man muss erstmal auf sich wirken lassen. AC Mailand kommt rein, beziehungsweise als erstes erstmal der Torwart. Wird hier euphorisch begrüßt vom ganzen Stadion. Da sind unsere Plätze, vorletzte. Oh, Digga. Einfach komplett Elbow gegeben, Digga. Hier sind wir, die zwei gehören uns. Let's go. 3, 2, 1. Mannschaft, komm jetzt rein, ja. Let's go. Ah, jetzt schon Gänsehaut. Ich sag's euch ehrlich, Leute. San Siro hat sowas Besonderes an sich. Oh mein Gott, ist das laut, Digga. Ist ja schon fast wieder Türkei. Oh mein Gott. Lack. Ja. Oha. Ihr seid jetzt schon Gänsehaut. Alter, ich hab Gänsehaut, Leute, und eine Fettjacke! Ich kenne das Lied eigentlich nur vom Darts! Ja, die on fire! Ja, die ist on fire! Na, 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 Inter und dann das V-Wort auf Italienisch, also Arschloch halt. Jetzt schreien die das Gleiche! Jetzt Milan. So schade, Leute. Leao hat es nicht mehr rechtzeitig fit in den Kader geschafft. Er ist nicht mal auf der Bank. Jedoch bei Inter ist wirklich jeder dabei. Also Lautaro, Lukaku haben sie dann auch noch theoretisch zum Einwechseln. Edin Dzeko ist auch sehr gut in Form. Und Barella, Calhanoglu dann im Mittelfeld. Uff. Inters Aufstellung wird zunächst vorgelesen. Meine Güte, Digga. Lautaro. Man hört nichts, Digga. Nichts. Ey, das ist hier wirklich kein großer Unterschied zum Besiktas. Ich meine das ernst. Ist sehr, sehr laut. Und jetzt Milans Hymne. So, und jetzt die Aufstellung von AC Mailand. Lichter gehen aus. Ich hab überall Gänsehaut. Oh mein Gott, schau mal, da unten sind Feuerwerkskörper noch. Ja, schau mal. Alter, man merkt bis hier die Hitze. Das war dein Spieler. Siru! Wir
vielen, vielen Dank, Leute, an euch alle da draußen, dass ich bei solchen Spielen dabei sein darf. Das ist ein unglaubliches Privileg, Leute. Ich weiß das riesig zu schätzen. Das hatten wir das letzte Mal vor 20 Jahren, diese Konzentration, im wichtigsten europäischen Wettbewerb. Lasst jetzt schon mal Daumen nach oben da, Leute. Oh mein Gott, was ist das denn? Holy shit. 1899 Gründungsjahr. Jawohl, let's go. Digga, das sieht so krass aus, so ein roter Teufel, ne? Okay, komm. Forza Milan, Forza Milan, ey! Leute, in wenigen Sekunden geht's los. Die Inter-Fans sind aber auch extrem laut die ganze Zeit zu hören. Schau mal. Viel weniger, natürlich. Also, ich weiß nicht, also abgesehen von Türkei, wann ich so eine Stimmung im europäischen Fußball erlebt habe. Egal ob Klassiko, sogar bei Messi und Ronaldo, die damals noch da waren. Das ist nicht so krass wie hier. Es ist einfach noch mal eine Stufe drüber, zwei sogar. Und das ist einfach sein allererstes Mal. Das ist so witzig. Ja, ich kann jetzt schon nicht mehr. Die werden gleich so pfeifen, weil Inter anfängt. Jetzt. Let's go, Leute! Das sieht so krass aus heute, meine Güte! Alter, weiter, Freunde! Çalhanoğlu kassiert da so ein geisteskrankes Pfeifkonzert gerade! Wird von allen beleidigt! Das, was er gemacht hat, ist natürlich in Augen der Arzt-Mailand-Fans Hochverrat gewesen. Von denen hierher zu wechseln zu Inter. Aber ab und zu passieren eben diese Wechsel, ja? Häufiger als zum Beispiel von Real zu Barca oder andersrum. Oh mein Gott! Yes! Warte. Nicht ausrast dieser. Was war das für ein geisteskrankes Tor von Dzeko? Wie hat er den bitte Volley genommen? Oh mein Gott, was geht da in der Interkurve ab, Leute? Eskalation. Was ein Anfang für die Schwarzblauen. Edin Dzeko. Der Veteran, der früher auch in der Bundesliga alles zerschossen hat, trifft hier zum 1:0 im Halbfinale. Nicht mal 10 Minuten gespielt. Und die AC Mailand Fans feuern sofort wieder an. Der ganze Block ist da am Rumhüpfen. Pyro wurde auch eben schon angezündet. Digga. Da saß ich einmal, Leute. Ihr erinnert euch. Oh, aufpassen, dass jetzt nicht das 2:0 kassiert. Scheiße! Innerhalb von wenigen Minuten, Leute, machen die zwei Tore! Das ist ja der Worst-Case-Anfang ever für Milan! Leute, es sind 10 Minuten 30 Sekunden gespielt, 2:0 für Inter Mailand. Mkhitaryan, auch ehemaliger Bundesligaspieler vom BVB. AC Mailand muss jetzt sofort sich fangen, Freunde, sonst könnte das ein Debakel werden. Alter, was geht da hinten ab im Interblock? Ich hab grad keine Worte, ne? Das tut mir echt, also ich bin wirklich neutral, Leute, ne? Aber es tut mir wirklich leid für die Milan-Spieler. Kurz zwei Unkonzentriertheiten und das wird gnadenlos bestraft. Schau mal, man hört jetzt gerade nur die Inter-Fans. Jetzt Milan im Angriff. Also wenn sie sich ins 3:0 kassieren würden, dann wäre Feierabend. Sie brauchen unbedingt einen Anschlusstreffer. Oh, Elfmeter! Schiri, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es die ja. Da gibt es auch schon die ersten Anfechtungen, ne? Da fallen einige Büsse über das Safe auf Platz. Oh mein Gott! Einige Scheiße! Was war das für ein Schuss, Digga? Was? Oh mein Gott, was passiert da? Alter, Alter! Was ist das 3:0? Was ein Schuss, Digga, gegen den Posten, Leute, das ist unglaublich! Torwart von Milan rettet vom 3:0-Rückstand. Digga! Und Lautaro mit viel Platz auf Edin Dzeko. Das könnte die nächste gefährliche Situation werden. Übersteiger. Oh, drüber. Glück gehabt. Oi, 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 oi. Okay, jetzt Mailand war sehr gut gespielt. Könnte gefährlich werden. Ja, nein! Mit der Hacke fast Tor. Schade. Oh mein Gott. Elfmeter, oder? Elfmeter für Inter Mailand. Nein, oder? Oh mein Gott, Freunde. Jetzt auf einmal pfeift er. Auf einmal pfeift er. Jetzt pfeift er, aber. Ja, aber Isa, es war keine Fehlentscheidung, glaube ich. Der hat ihn voll hart gezogen, also alles regelkonform. Schiri prüft das jetzt nochmal im VAR. Also von hier aus sah es eigentlich schon deutlich aus, aber vielleicht wird er es nochmal zurücknehmen, die Entscheidung. Giroud will natürlich jetzt die Revidierung. Und, was sagt er? Was sagt er? Kein Elfmeter! Oi, oi, oi! Kein Elfmeter!
Elfmeter, kein Elfmeter. Okay, es bleibt bei 2-0. Jetzt erwachen auch noch mal die Milan-Fans. 2-0 sage ich, kann man noch drehen, aber 3-0 wäre finito. Es ist Halbzeit im San Siro. Inter ist mehr als nur verdient mit 2-0 in Führung. Isa, ich hoffe so sehr, du wirst noch ein Tor von der Heimmannschaft erleben. Aber kurzes Zwischenfazit, dein erstes Mal im Stadion. Hey, es ist richtig, richtig geil, ehrlich. Das Feeling ist geil, vor allem die Leute. Und das Ding ist halt, als ihr ja mehr Chancen hatte, war das Feeling auf dieser Seite war super, ich war so gut gefeber, aber jetzt bin ich erzählt, dass ich noch kein Tor gemacht habe. Ja, wird schon. Oh, gefährlich. Zweite Halbzeit läuft wieder, Freunde. Milan im Angriff! Oh, wie Isa geschrien hat gerade. Spiel rüber! Lass auf den Platz! Oh mein Gott! Nein! Nein! Was eine Riesengelegenheit! Zwei Chancen innerhalb von 4 Minuten! Es wäre typisch, wenn Inter sich selber bestraft! Nein! Was eine wichtige Parade! Wie krass episch sieht das gerade bitte aus, wie die Fans sich da vor die Pyros stellen. Alter, oh mein Gott! Wo hab ich mich erschrocken, Junge! Foul, foul, foul! Der Schiele ist weiterlaufen. Alter Walter, Freunde, was eine Pyroshow aber auch. Was, jetzt eskaliert aber auch das Stadion. Junge, Junge, Junge. Wow! Alter, Alter. Ich sag doch, du wirst jetzt kalte Wasser geworfen. Das ist UEFA Champions League Halbfinale, Freunde. Milan Stadtderby. Komm, bitte schieß jetzt Milan noch Tore, Freunde. Dann haben wir hier alles gesehen. Origi mit einem genialen Pass. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schieß, Junge. Oh, nein. No, no, no. 63. Minute, das wäre so wichtig gewesen für die Mentalität. Schau mal die Atmosphäre an, Alter. Und die sind 2-0 hinten, überlegt bei Isa. Das heißt, dass sie dann in Führung sind. Wir haben auch so einen ähnlichen Fan gesagt, wie die argentinischen Fans. Die ist Muchacho, Revolucionario. Schau mal. Die sind im Rückstand, Leute. Aber die geben kein Gas ohne Ende. Unglaublich. Ich hab das noch nie erlebt. Also wenn man jetzt als Spieler auf dem Feld nicht nochmal zusätzlich gepusht ist, dann weiß ich auch nicht. Ne? Ich hab das so selten, so heftig erlebt, egal wo. Eckball, komm. Schau mal, wie viele da kein Shirt mehr haben. Digga, es ist so, als ob die 4-0 führen. Das ist doch nicht normal. Komm schon. Mann. Aber auch wirklich Hut ab vor Inter. Wie die dagegen halten, das kümmert die einfach gerade nicht. Die machen einfach weiter, lassen sich nicht verunsichern. Chapeau. Ich hätte das nie gedacht, als sie damals gegen Barca knapp gewonnen haben und irgendwie dann auch weiterkamen statt uns, dass die hier bis ins Finale wahrscheinlich kommen. Es läuft bereits die Nachspielzeit, meine Damen und Herren. Ein Tor, dann ist alles offen fürs Rückspiel. Also auch ein 2-0 kann man aufhören, aber allein für die Psyche. Ich sag's immer wieder, Freunde, das macht so einen Riesenunterschied. Und da geht, nein! Oh mein Gott, nein! Milan hatte in der zweiten Hälfte so eine bärenstarke Phase. Aber einfach dieses letzte Quäntchen Glück hat gefehlt, sein eigenes Tor. Es geht jetzt wieder zu Fuß Richtung Hotel. Ich bin erstmal froh, es gab keine schlimmen Komplikationen. Wir wurden weder beklaut, alles ist gut. Isa wird jetzt heil ins Hotel wieder zurückgebracht. Und ja. Freunde, es war vielleicht nicht die lauteste Atmosphäre, die ich hier erlebt habe, aber mit Sicherheit die Top 5 schönste Atmosphäre. Es war unbeschreiblich und ich bin jetzt schon todeshyped aufs Rückspiel, Freunde. Ey Jungs, war das euer erstes Mal hier? Ja. Nein,
Ey, bitte, von 1 bis 10, was war das? Stimmung so. Bro, trotz 0-2, diese zweite Halbzeit, diese 10, 15 Minuten da kurz, ja. Alter, das war... Ihr habt sie aufgenommen. Alter, das war unglaublich, wirklich, ich habe keine Worte dafür. Ja. Na, geiler Verein, könnt ihr stolz drauf sein. Welch besseren Spot gibt es, als hier auf der Rooftop-Bar noch die Verabschiedung zu drehen? Da hinten, Freunde, erleuchtet das San Siro. Am Wochenende sehen wir uns dann in Barcelona beim nächsten Vlog, wenn es um die Meisterschaft geht. Wir brauchen nur noch 3 Punkte und dann nächste Woche bei den Champions League Rückspielen, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut bei Isa auch vorbei, Leute. Link oben in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bewerten kommt nicht vergessen. Und